Die Salzach bietet sich an, die Wasserkraft zur Stromproduktion zu nutzen. 2010 begann die Salzburg AG im Norden von Salzburg mit dem Bau eines Laufkraftwerks, das 2013 ans Netz ging. Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde von Anfang an der Dialog mit den Anrainern geführt. Ja, ich als Ombudsmann freue mich ganz besonders darüber, dass diese große Anzahl an Infotreffveranstaltungen dazu beigetragen hat, dass hier das Positive überwiegt und unsere Anrainer heute mit uns sehr glücklich sind. Die Architektur setzt ein städtebauliches Zeichen und ist von zeitloser Qualität. Das Kraftwerk hat 4 Wehrfelder, die bei Hochwasser geöffnet werden können und das Wasser abführen. Das Krafthaus mit seiner Maschinenhalle befindet sich im westlichen Bereich des Bauwerks. Die Schwingung Wasser und die Schwingung Kunst sind wichtige Elemente auf dieser Erde. Und diese Verbindung dieser Schwingungen sind in diesem Bauwerk mit eingeflossen. Die Kunst und das Wasser als kräftiges Zeichen für die Zukunft. Neben der Energiegewinnung wurden Begleitmaßnahmen gesetzt, die die ökologische Bilanz des Kraftwerkumfeldes verbessern. Dadurch wird der Naherholungsbereich am Glanspitz aufgewertet. Auwälder werden aufgeforstet. Ein neuer Begleitbach schlängelt sich durch die Landschaft. Fuß- und Fahrradwege kreuzen die Landschaft und Uferbereiche wurden zugänglich gemacht. Der Betrieb des Kraftwerks verändert kaum die Gewässerdynamik der Salzach und bietet einen verstärkten Hochwasserschutz. Und es ist wieder die Durchgängigkeit der Salzach für Fische gegeben. Mit der Fertigstellung dieses Kraftwerks wurden auch alle Wünsche der Fischerei erfüllt. Die Salzach ist wieder fischgängig, die Seitenbäche sind angebunden und die Ufergestaltung ist sehr gut gelungen. Ein Laufkraftwerk funktioniert folgendermaßen. Der Oberwasserbereich des Flusses wird angehoben, um ein Gefälle zu erzeugen. Hier beträgt die Fallhöhe 6,6 Meter. Das abfließende Wasser stürzt auf 2 Kaplanturbinen, die horizontal angeordnet sind und einen Laufraddurchmesser von jeweils 4 Meter haben. Die Turbine wandelt die potenzielle Energie des Wassers in eine mechanische Drehbewegung um. Eine Welle und ein Getriebe verbinden die Turbine mit einem Generator, der wie ein Dynamo Strom erzeugt. Gezielt wird das Flusswasser auf die Turbine geleitet. Zuerst öffnen sich die Leitschaufeln. Sind diese halb offen, fließt das Wasser durch. Das Laufrad wird in den optimalen Winkel gebracht und beginnt zu rotieren. Bis zu 125 Kubikmeter Durchfluss Wasser pro Sekunde beschleunigen die Turbine auf etwa 115 Umdrehungen pro Minute. Durch die Übersetzung im Getriebe wird die Drehzahl im stromerzeugenden Generator auf 600 Umdrehungen pro Minute gesteigert. Ich finde, im Sinne der Nachhaltigkeit trägt dieses Kraftwerk wesentlich dazu bei, dass wir sauberen Strom für viele Generationen sichern. Und das ist ganz wichtig für unsere Zukunft. Und auch optisch finde ich es sehr ansprechend und ich finde, es ist einfach mal ganz was Neues und passt gut daher. 13,7 Megawatt Leistung erzeugen 81 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Damit können 23.000 Haushalte versorgt werden. Das Kraftwerk Solstufe Lehen. Strom aus der sauberen Wasserkraft und ein richtungsweisendes Projekt vor der einzigartigen Kulisse der Weltkulturerbestadt Salzburg.
Das Kraftwerk Sohlstufe-Lehen. Mehr als ein Kraftwerk.